Herzlich willkommen zum Leitfaden Prävention. Dieses Erklärvideo bezieht sich auf die Phase Planung und unterstützt Sie dabei, einen Maßnahmenplan zu entwickeln. Im letzten Schritt haben Sie in der Bedarfsanalyse den Bedarf der Zielgruppen und die Ressourcen Ihres Settings festgestellt. Nun erstellt das Planungsteam auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse einen Maßnahmenplan. Der Maßnahmenplan legt fest, was, wann, von wem, in welcher Reihenfolge und warum getan wird. Der Maßnahmenplan sollte allen Beteiligten bekannt sein und von der Lenkungsgruppe genehmigt werden. Im Laufe des Prozesses kann dieser bei Bedarf aktualisiert und gegebenenfalls auch adaptiert werden. Er bietet im gesamten Prozess Struktur und Orientierung. Aus diesem Grund empfiehlt es sich hier sehr genau, konsistent und realistisch zu planen. Zudem könnte dies die Grundlage für eine Förderung im Rahmen des Präventionsgesetzes sein. Der Maßnahmenplan beinhaltet konkrete Maßnahmen. Aber wie formuliert man diesen und wie findet man überhaupt eine passende Maßnahme? Hierfür recherchiert das Planungsteam nach Programmen und wählt auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Bedarfserhebung ein Programm aus. Für eine bedarfsgerechte und wirksame Maßnahmenplanung empfehlen wir die Orientierung an den Registern für geprüfte Präventionsprogramme. Eines davon ist zum Beispiel die Grüne Liste Prävention. Die umzusetzenden Maßnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus dem gewählten Programm. Im Maßnahmenplan legt das Planungsteam Verantwortlichkeiten und konkrete Schritte fest. Wichtig ist auch festzulegen, wie und durch wen die Dokumentation und die Evaluation erfolgen soll. Hinweise dazu finden Sie im Erklärvideo Auswertung. Zur Veranschaulichung gehen wir den Prozess anhand eines Beispiels im Setting Schule durch. Vielleicht haben Sie in der Bedarfserhebung festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe in ihrer Freizeit und teilweise auch in der Schule übermäßig viel Alkohol und Cannabis konsumieren. Zudem wissen Sie aus der Ressourcenanalyse, dass es bisher nur in der Primarstufe ein Lebenskompetenzprogramm gibt. Programme zur Suchtprävention in der Sekundarstufe werden noch nicht umgesetzt. Sie wollen deshalb das Präventionscurriculum an Ihrer Schule diesbezüglich erweitern. Das Planungsteam nutzt die Erkenntnisse der Bedarfs- und Ressourcenanalyse, um einen Maßnahmenplan zu entwickeln. Suchen Sie zum Beispiel in der grünen Liste Prävention nach einem geeigneten Programm. In die Erstellung des Maßnahmenplans wird der Programmträger mit eingebunden. Er gibt Hinweise und bietet Unterstützung. Orientieren Sie sich bei der Erstellung eines Maßnahmenplans an einer Vorlage. Sie finden diese auf der Webseite Leitfaden Prävention. In den folgenden Schritten orientieren Sie sich immer an dem erstellten Maßnahmenplan. Dieser ist der Wegweiser durch den gesamten Prozess Ihres Vorhabens. Weitere Informationen zu der Phase Planung finden Sie auf unserer Webseite Leitfaden Prävention.